So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Letztens sind wir hier lang gefahren, die komische Straße hier an der Graffiti-Mauer, da stand hier einer da mit einer Spraydose und hat frisch ein Graffiti an die Wand gesprüht. Pupsi hat gesagt, den kenne ich, das ist der Grütze, der heißt Grützmann oder so, das ist der Grütze oder Grützmeier oder Rote Grütze, wie auch immer, das guckt euch mal an. Das ist das Bild, was er gesprayt hat und ich finde, das sieht so verdammt genial aus. Er hatte abends auch ein Bild gepostet auf Facebook von dem Teil. Das ist hier, was ist das? Das ist ein Insekt, das ist eine Biene, das ist ein Doktor, das ist ein Professor, das ist ein Superheld, der das Wu-Tang-Clan-Zeichen auf der Brust, da gehört hier noch mehr dazu. Das hat er abends gepostet mit einem Spruch. Nächsten Tag war ein Hakenkreuz drüber gesprayt von jemand anderes. Fand ich richtig asozial, richtig kacke. Macht das halt da drüben hin, wenn ihr das machen wollt, aber doch nicht auf dieses Bild. Hallo? Das ist ein Bild, das sieht super genial aus, das ist richtig stark. Das müsste man eigentlich als Pokestop einreichen. Aber direkt daneben ist ja hier der Graffiti-Pirat. Und der Graffiti-Pirat, das wäre was hier für ein Steve O. Der ist ja schon eine Arena. Das ist ziemlich nah beieinander. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Außer man tut den Ort halt bei sich zu Hause in die Badewanne legen. Das ist der Standort und dann habt ihr da einen Homespot. Soll man das einreichen? Ich weiß es nicht. Wir suchen jetzt aber Giovanni. Denn eigentlich geht dieses Video um Crypto Heatran. Deswegen suchen wir Giovanni und wollen von Giovanni mit den entsprechenden Kontern gucken, ob wir ein gutes Heatran bekommen. Du willst das Radler in die Tasche tun, dann tu es erst in die Tasche reinfüllen. Und dann die leere Dose hinterher, so macht man das. Das ist das Muttertier. So, schmeckt's? Ja. Hast du das eigentlich mal probiert? Was soll ich denn noch alles probieren? Nee, jetzt nicht. Prost, jetzt dich. Erst wenn es leer ist, probiert es. So kenne ich es. Schmeckt wie ein Pfirsichsekt. So, jetzt hat es kurz angefangen zu regnen, aber es scheint wahrscheinlich schon wieder vorbei zu sein. Die Sonne kommt da oben schon wieder raus. Da unten ist jetzt Baustelle, deswegen habe ich mich jetzt hier oben hingestellt bei dem Zaun. Hab den Giovanni vor mir. Ich habe extra geguckt, das ist Giovanni, den haben wir gefunden. Da können wir jetzt hier drauf. Der Akku ist auch gleich leer. Ich hoffe, der Akku, der hält. Ich habe mir mal wieder was vorbereitet. Wenn ich RRR eingebe, wisst ihr ja, dass ich gerne die Konter vorne, die Schilde rauslogge mit Lucario. Ganz früh habe ich immer Regirock genommen mit Gesteinsattacken, auch mit Zielschuss. Das hat sauschnell die Attacke voll gemacht. Dann hast du irgendwann mal noch einen Steinhagel machen können. Das war richtig cool. Ich habe jetzt hier aber ein Lucario, das 100%ige, was ich letztens beim Tausch bekommen habe, mit Kraftwelle, Aurasphäre, Steigerungshieb, was auch zum Schilde rauslocken ist, aber gleichzeitig mein Ersatz für Kyogre. Weil als erstes hatte ich immer Lucario, als zweites hatte ich Kyogre, weil der hat ja meistens auch Boden-Pokémon als zweites, habe ich jetzt hier das Sumpex drin. Mit Lehmschuss, Lehmbrühe, Aquahaubitze, Lehmbrühe, ist auch schnell einsatzbereit, lockt auch Schilde raus. Und wäre gegen das Boden-Pokémon gut und als letztes müsste ja dann Heatran kommen, was Stahl und Feuer ist. Da könnte sogar noch Wasser vom Sumpex nützlich sein. Wir haben aber damals Heatran immer im Duo-Raid gemacht mit Bodenangreifern. Also wir hatten zwar dann Sumpex und haben es mit Bodenattacken gespielt, aber dafür habe ich jetzt hier ein Krypto-Knackrack mit Lehmschuss und Erdkräfte. Ich bin mal gespannt, ob das so jetzt funktioniert im ersten Durchgang. Normal habe ich ja Lucario immer an Stelle 2 gesetzt, habe dann, wenn das anfängt, gewechselt auf Lucario, dass ich noch ein bisschen mehr Zeit habe. Wir probieren es jetzt aber erstmal kurz so. Müssen wir gucken, der Steigerungshieb ist rechts. Also, angreifen, Steigerungshieb. Ich meine, der schildert eh, wir bräuchten jetzt gar nicht diese Punkte ausfüllen, umkreisen, den zweiten Steigerungshieb, den wehrt er ja auch ab. Das können wir also einfach so durchlaufen lassen, das ist okay. Unsere Kraft steigert sich, die Schilde sind weg, der Gegner ist besiegt, das erste, das ist immer easy und jetzt kommt es immer darauf an, was hat er als zweites. Und es ist ein Boden- und Gesteins-Pokémon. Ist nicht Kampf gegen Gestein auch noch effektiv, das heißt, das Lucario hat vielleicht gute Chancen, dem Rihonyo auch noch zuzusetzen.
Wenn ich jetzt auf Aurasphäre gehen würde, dann wäre das vielleicht mit einmal weg gewesen, aber ich traue mich wieder mal nicht und bleibe weiterhin beim Steigerungshieb. Setz hier nochmal einen ein, 1, 2, 3, dann ist das weg. Und jetzt könnte ich versuchen, Aurasphäre zu laden und Aurasphäre auf Heatran zu powern. Schaffe ich's? Nein, doch, ja. Aurasphäre ist geladen, ist Kampf gegen Stahl. Ist das sehr effektiv? Hau das rein und er ist weg. Das war der ganze Kampf. Das heißt, mit einem Lucario, mit Kampf, kannst du alles besiegen und bist gegen alles sehr effektiv. Kann natürlich sein, dass ihr an zweiter Stelle kein Ronjo bekommt, sondern dass ihr was anderes bekommt. Deswegen kann er die Taktik nochmal abweichen. Aber ich finde, das war sehr gemütlich, sehr gängig. Lucario, vielleicht ist Kraftwelle durch Benjamin. Der hat mir gesagt, Kraftwelle ist neu. Mach mal Kraftwelle da drauf auf dein Lucario. Sonst hast du ja immer hier Konda, jetzt hast du Kraftwelle. Soll wohl viel besser sein. Und ich fand, das ging sich jetzt richtig gut aus. Wir nehmen jetzt hier auch mal eine gelbe Beere, denn ich glaube, die können auch nicht fliehen. Also mir ist, glaube ich, noch nie ein legendärer Raid-Boss in Krypto geflohen, weil der doch trotzdem im ersten Ball immer drin ist, wollte ich sagen. Vielleicht ein bisschen Geduld beim Werfen, dass man besser trifft. 1, 2, 3, er ist drin. Also nehmt da ruhig eine gelbe Beere, damit ihr mehr Bonbons bekommt. 833 WP, ich weiß nicht, wie gut oder schlecht er ist. An sich ist Heatran eigentlich nichts, aber der hat auch eine neue Attacke damals bekommen. Da war der irgendwie viel besser. Es macht Spaß, Heatran zu raiden, weil der so einfach ist, dass man den im Duo in der Raid-Tour immer gut machen konnte. Wie gut ist der aber? 3 Sterne, 15, 15. Was ist das? 5, 6, 7? Ist das 7 oder ist das 8? 5, 6, 7? Es ist irgendwie genau dazwischen. 7,5. 15, 15 und hier noch was weniger. Wenn der jetzt, hätte ich den zu einem 100er erlösen können, hätte ich das gemacht. Wird leider nichts. Der Wert unten steigert sich dann wahrscheinlich von 8 auf 10 oder halt von 7 auf 9, je nachdem, was es ist. Trotzdem, das war mein Heatran. So gut ist mein Heatran von Giovanni. Hat Frustration. Achso, das kann ich gleich noch machen. Frustration verlernen. Nochmal für euch als Tipp, also wenn ihr auf ein Pokémon geht und geht dann hier rein und nehmt dann hier die Lade-TM und so, das dauert ja immer alles ewig. Sinnvoller ist es, ihr geht auf eure Lade-TM, die irgendwo ganz unten ist, gebt dann ein Add Frustration, dann zeigt es euch alle Pokémon in eurem Beutel an, die noch Frustration haben. Dann könntet ihr jetzt einfach hier so drauf drücken, Frustration vergessen, genau. Dann hier drauf drücken, Frustration vergessen, genau. Dann könnt ihr einfach bei denen, die ihr verlernen wollt, die andrücken. Dann ist es einfacher, als wenn ihr auf das Pokémon geht. Dann Items, dann die TM, dann verlernen, dann ja, dann das nächste Pokémon, dann wieder auf Items, dann wieder verlernen, dann suchen, dann machen. Hier habt ihr einfach die TM schon aktiviert. Ihr habt alle Pokémon da, die Attacke haben. Und dann könnt ihr das einfach anklicken und sagen, ja hier, Frustration verlernen, genau. Was nehmen wir noch? Hier oben Glibungel, Frustration verlernen. Genau. Also nochmal für die Leute, das würde euch jetzt nichts mehr bringen, weil wenn ihr das seht, ist das Event schon um. Und ihr könnt keine Frustration mehr verlernen. Aber das sage ich immer wieder mal dazu, damit ihr es wisst, wenn das nächste Mal das so ist, dass ihr das dann so machen könnt. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Das heißt, ich kann aber hier in der Spezialforschung die Seite noch abholen. Das ist die 12 von 19. Dann geht es irgendwie weiter auf der nächsten Seite. Was sind das für Aufgaben? Der Professor ist komischerweise immer noch da. Ich denke, der ist nicht mehr da. Fange 10 Pokémon, drehe 10 Pokestops, besiege 3 Team Goroke Drübel. Das ist ja einfach. Bis 15 von 19 geht es erstmal, aber egal. Hier ging es um Heatran. Die Spezialforschung hat ja eh jeder. Da brauche ich euch nicht alles zeigen. Peace out. Vorhaut, euer Ramses, wie gut ist euer Heatran? Habt ihr einen 100er bekommen? Habt ihr einen Shiny bekommen? Gibt es überhaupt den Shiny in Krypto von Giovanni jetzt? Wahrscheinlich nicht. Das gibt es wahrscheinlich dann erst wieder, wenn es mal in Raids kommt. Aber schreibt mal rein, wie gut war eures oder konntet ihr einen 100er erlösen? Das ist meins. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.